toll. Na toll. Echt? Die haben bis zu uns geschossen, ist doch nicht euer Ernst. Oh, okay, okay. Und da kommen sie. Down. That's a cover. Go. Oh, Mann, ey. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh, scheiße. Oh, shit, 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 shit. Schön mit dem Arsch unten bleiben, tiefste Gangart. Auf geht's. Distance between us and Norma. Hope the walkers go for them instead. Und unten bleiben. We can lose them in the woods. Dankeschön. How are we gonna do that? Yeah, it's not like we're just gonna walk through those things. Na, okay. Just watch. Okay, also sie hat den Trick schon drauf. So, Unterkiefer ab. Arme ab. Hold it down. Oh, Alter. Oh. Hoppala. Hoppala. Jetzt falsche Taste gedrückt. Hat's aber nicht übel festgehalten, muss ich mal sagen. So, Takibumski. So, laut Serie ist es ja quasi so, dass wenn du den Walkern die Arme abtrennst und den Unterkiefer, dass sie ihre Aggressivität verlieren. Und ich hätte nicht mehr fressen wollen, aus irgendwelchen Gründen. Und ich bin bereit. So, und Michonne hat halt genau diesen Trick. Sie hat sich halt zwei so eine Walker genommen und hat die quasi als Ablenkung immer laufen lassen. Aber wir werden es jetzt wahrscheinlich gleich sehen. Genau, und dadurch verlieren die jetzt plötzlich ihr Interesse. Warum auch immer. Also, I don't know. As long as we don't bump into anything, we'll be fine. Shit, ey. Und von hinten kommen immer noch die Schüsse, ey. Oh nein, komm, Michonne, lauf weiter, die Kinder sind nicht echt. Das ist echt übel mit den Schüssen. Aber wir haben es geschafft. Fast. Hoffentlich. Gleich. I can't believe that worked. Just be glad it did. Ah, da kommen die Panner. Take him down. In the woods, move. Alter, können wir jetzt so ein Schwein gehabt haben? Ich finde es auch erstaunlich irgendwie, dass die Zombies uns trotzdem nicht attackiert haben, weil sonst hieß es halt immer einschmieren und sonst so irgendwas. Und selbst das hat immer so semi manchmal funktioniert. Und jetzt einfach bloß wie so eine Zombies vor dir führen, hat den gleichen Effekt. Hm. Interesting. There's a shortcut to my house, but you're not gonna like it. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Papi reagieren wird, wenn er hört, dass Sohn tot ist. Da sollen wir jetzt hochklettern? Oh no. It's not as bad as it looks. I know the way up.
This'll work. You sure this thing's safe? Safer than taking the long way home. Schön gewittert, aber kein Problem. Wir klettern erstmal da so ein Steilgerüst hoch. Greg and I climbed it one by one. Ja, ihr seid halt auch Jugendliche, die 60 Kilo wiegen. We have time for that. Follow my lead. Some fucking shortcut. Ja. Das ist wirklich mal eine richtig beschissene Alter. Na und wie lange ist die letzte Tetanus-Impfung her? Sis. Ne, hier ist Rost. Geh mal lieber da lang. Wirklich eine. Das ist ja mal. Das ist richtig scheiße. Hold on! Hell fucking no, I'm not okay. Let's get off this thing! Randall, I found him! Na toll. Go! Shit! So, okay, dann jetzt erstmal runterkommen hier. Und dann schnell weg. Na los, komm, ich schauen. Aber die hat's halt einfach drauf, ne? Ich wäre einfach abgefallen weg, wie Obst. Überreifet. Und den Ursel weg aufgekommen. Klatsch. Ach du schöne Sache. Schön, beweg dich, schöner, wunderbar. Oh, okay, Schulterschuss. Spring. Oh, okay. Fucking gun. Sam, jump! Pete, los, komm, Pete. Okay, wir haben schnell verbunden. You'll be alright, sir. I'm gonna get you home. Guckt, ob die Kugel hinten rausgekommen ist oder ob sie noch steckt. Wir müssen es ausbrennen. Sofort. So, okay. Wir sind jetzt auch nur noch zu dritt. Scheinbar scheint das ihn erwischt zu haben. Der mit der Kaki-Jacke. My house is up ahead. We're not far. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dad so happy sein wird. Das Michonne ist wirklich eine zornige Frau. I found Norma's place a while back. When it was just a couple of boats anchored to a pier. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. We all make mistakes. Move on. But you stole from them again? I got greedy. We were desperate. Norma, I never should have pushed her. Strikes me as a woman who doesn't like to be pushed.
this last time. So? I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have listened. Tja, die wird wohl Schuldgefühle bis zum Rest ihres Lebens, wie lange doch immer noch hin mag, haben. Oh, oh, hey, 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 hey. Einmal wieder nicht aufgepasst hier. Ja, die Walker sind doch schon auf der Spur. Looking so good. I feel even worse. Talking helps. I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. We're gonna get you home. Keep her focused. You sure your house is safe? I think so. It's kept us alive for the past however long it's been. It's hard to find. That's our only real defense, though. We've been lucky. Right now. So die Frage, wie viele sind dort? Ja. I got this one. Doch. Stick close. Nicht gegeizt mit Pixelblut, diesmal nicht gegeizt. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. I didn't listen. It wasn't your fault. What happened to Greg? Oh, it's not what he's gonna think. We'll help him understand, Sam. Sometimes you can't make good out of a bad situation. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin it. I don't know if I can. Let me handle it. I'll tell him. Ich weiß nicht, ob das, ich bin wirklich nicht die beste Wahl für sowas. Aber irgendwie wirkt das schon verkacken. Oh. So, ein Zaun in nirgendwo. Sam, wake up. Hm. Na los, Schultern und weiter jetzt. Can't catch a goddamn break. Ja, Michonne hat schon geile Moves drauf. Die hat schon geile Moves drauf, kann man nicht anders sagen. Und auf geht's. Stolperdraht? Vermint anscheinend. Oh je. Ja, das wird auch ganz besonders jetzt gut aussehen. Können wir laufen? Wir können laufen. Okay. Alles klar. Na los, komm, haltet. Was ist denn los? Warum nicht? Ah! Oh. Fiese Falle. Fiese Falle. Das sieht doch jetzt ganz besonders gut aus, wenn wir jetzt die verletzte Tochter von ihr auf der Schulter haben und sagen, hallo, hi Dad. Na? Hi Shai! Grüß dich! Schön, dass du da bist, hi! Couch Commando Raided, grüßt euch ihr Lieben! Na hallöchen, 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 da muss ich doch mal ganz kurz hier sagen, ja, warte mal hier, das ist ja, hier, Klobik! Oder hier! Hallöchen, leider ist mein Raid-Alert deaktiviert. Mal kurz Pause. Hi, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen Horror Games und wir spielen gerade The Walking Dead Michonne. Grüßt euch. Martin kriegt natürlich auch nochmal seine Ansage. Martin, bei Frakas. Na, wie ist es? Wie ist es bei euch gelaufen? Wie war der Umzug und alles? Der konnte ja nicht kicken. Ich wollte gestern kicken, aber ich war beschäftigt. Ich konnte nicht. Ich war unterwegs, ich war im Kino. Ich hoffe, bei euch ist alles gut gelaufen. Habt ihr heute einen schönen Stream gehabt, ihr Lieben?
Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir machen mal weiter irgendwie. Wir sind gerade hier, wir sind richtig am Arsch. Walking Dead kennt ihr alle, tolle Serie. Hier gibt's ein Spiel von. Und zwar von der Telltale-Game-Reihe. Da gibt's einen Charakter, kennt ihr auch, Michonne, Frau. Fabia hat ein Schwert, irgendwie Rasterlocken, ist eine ziemlich taffe Maus und um die geht's jetzt hier gerade. Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot! Ah. Not fucking around. Sie ist nicht tot. But she won't be for long unless you wir haben her. Sie jetzt gerade irgendwie noch halbwegs retten können und wir sind jetzt gerade vor dem Haus von der, die uns gerade auf der Schulter liegt. Und werden von Zombies verfolgt. Ah. Astra, hey! Or you? Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. Sam trusted me to get her home. Sammy hört anscheinend zu ihr. Vielleicht ihre Schwester, wir wissen es noch nicht. Mal gucken. Aber wir sind am Arsch. Jetzt nimm die Waffe runter und lass uns rennen. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Ah, wunderbar. Schön mit dem Kopf. Na los, mach den. Los. Gut, los. Schnell. Oh, abgerissen. Oh, Alter. Okay, sind wir hier vielleicht sicher jetzt in dem Haus? Es sieht erstmal wehrhaft aus. Von daher, wir können Glück haben. Living room, on your left. Sam? Oh Gott, sind alle Sam? Kinder da oder was? Alex, get back! Your sister's hurt! What's wrong with her? She's bleeding! Sam! Hilfe, okay, los, komm. This is really, really bad. Irgendwo soll nur noch ihr Vater sein. Okay? Hat sie gesagt. Okay. Mal schauen. Dad! What's your name? It's James. Okay, James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Mach hinne, los, komm! Deine Schwester blutet hier. Wir müssen hinne machen. Jede Sekunde zählt. Schusswunde. Ziemlich üble Schusswunde. Whatever we're gonna do, we gotta do it fast. Los, komm, jetzt müssen wir. Hopp, 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 hopp. Wir müssen erstmal kicken, ist die Kugel noch drin. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal Wodkafläschchen. Also, nehmen wir. Komm, erstmal für mich, dann für den Patienten. Sam, Sam, I got you. I'm here. Desinfizier die Wunde. Sam! Oh, das muss schön wehtun. Das muss schön wehtun. Is the bullet still in there? Didn't punch through. Keine Austrittswunde. Ach du Scheiße, wir müssen die Kugel rausholen. Nimm die Zange. Komm, Zange. Was ist das hier? Sauger brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Zange. Scheiße. Also, ich weiß ja nicht, habt ihr schon mal eine Kugel aus irgendjemand rausgeholt? Wahrscheinlich nicht. Ich auch noch nicht. Das wird jetzt nicht geil werden, glaube ich. Ist das nicht für die Ohren? Ja, wahrscheinlich, um das Blut da rauszukriegen aus der Wunde. Ah, ohne Betäubung. Das wird so finster. Und die ohne Flasche sah noch nicht so, so sauber aus. Okay, ach, hei. So, Rinder mit dem Schnorchel, Blut weg und wir kommen jetzt mit der Zange. Los. Ich sehe das Kommando nicht. Okay. Oh. Okay, wir haben sie. Ich bin fick und fertig. Oh Gott. Oh. Ja, wir müssen natürlich die Wunde noch ausbrennen. Ihr kennt es alle von Rambo. Wir müssen ausbrennen. Ausbrennen! Ach, Scheiße. This is gonna really fucking hurt. Oh, so ein glühender Türeisen, ey. So ein Türhaken. You too. We got him. Okay. Sorry. Und? Na? Almost done. No. Ah. Oh, okay, warte, ich hab's falsch gemacht. Oh, sorry. John. What are you doing to my daughter? Saving her life. Glaubst du? With that? Not now. Help or get out. James, let me. So, halt fest und jetzt ziehen wir nochmal durch. Jetzt machen wir es richtig. So. Maustaste und Q drücken. Los! Oh, tut mir leid. Mmh.
Rose, passt dich! Danke für den Follow! Dankeschön! Ah, okay, die OP ist durch. Ah, oh mein Gott. Das ist so aufregend hier. Is she going to make it? Ja, sie wird es schaffen. I can't lose her, I can't. My poor Samantha. Wir haben unser bestes Team. But we did all we could. Tell me. What happened? Das Schlimme ist an der Sache, um euch jetzt kurz mal abzuholen, Leute. In der Folge davor haben wir quasi seinen Sohn verloren. Also der ist getötet worden. Der wurde zum Zombie, wir mussten ihn töten. Das weiß er jetzt noch nicht, weil seine Tochter liegt jetzt quasi bewusstlos vor ihm. Und wir haben der Tochter versprochen, dem Vater, dem zornigen Mann vor uns, beizubringen, warum sein Sohn tot ist. Das wird jetzt kommen. Da freut mich richtig drauf. Das wird jetzt richtig Murks werden, Alter. Das wird richtig doof. You appear out of nowhere with my daughter nearly bleeding to death. That bullet was supposed to hit me. So, versuch mal erstmal ein bisschen. Versuch mal ein bisschen zu relativieren, erstmal ein bisschen die Schweiz zu machen. Look at me. I don't know who the hell you are, but Dad. Dad? Where is Greg? Greg ist der andere Sohn. Ja. I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. Nee. Jetzt nicht geschafft, Mann. No. No. It's okay, boys. It's okay. Ja, und diese Telltale-Game-Reihe von The Walking Dead schafft es ja halt einfach regelmäßig das Herz zu brechen irgendwie. Und jedes Mal, wenn sie diesen Roboter sieht irgendwo, kriegt sie Flashbacks von damals, weil ich glaube, man geht so ein bisschen auf ihre Hintergrundgeschichte ein und es wurde angedeutet, dass sie ihre Kinder zurückgelassen hat, ihre beiden Töchter, zurückkommen wollte. Und wahrscheinlich waren die nicht mehr da, aber also wir wissen es halt nicht genau. Und da ist der Flashback. Sie ist wieder in der Wohnung. Wahrscheinlich ist sie jetzt zurückgekommen und wollte ihre Tochter oder ihre Töchter holen. Ich kann nur mutmaßen. Oh no. So, wir mussten uns. Das ganze Wohnzimmer war voll mit Zombies. Also. Man hat gesehen, dass diese Töchter hier in den Raum hingerufen sind. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Kinder, wo seid ihr? Ja, die Zeichnung muss ich mir jetzt hier nicht angucken. Ich will meine Kinder finden. Oh, ein schönes Gemälde. Das kommt natürlich an den Kühlschrank. Wo sind, was ist los? Colette? Colette. Muss ich mir doch anschauen. Melody. Ist hier nicht ein Schrank oder irgend so was, wo die sich versteckt haben können? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh Mann, 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 Mann. So, gibt's noch irgendwo etwas, das ich mir hier anschauen kann? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir wieder raus. Vielleicht haben es die Kinder ja irgendwo anders hingeschafft. Also die Wohnung ist überrannt worden. Und es ist auch gerade genau der Moment, wo anscheinend der Zombie-Outbreak passiert ist damals in The Walking Dead. Behälter für Essen. Ach Leute. Das sind die beiden Mäuse. Hm.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne auf dem Kanal ein Follow da lassen. Wir spielen ganz gerne mal so ein paar Horrorspiele hier. Normalerweise sind wir auch zu zweit, der Benny und ich. Aber heute habe ich Urlaub und mach's alleine. Wir würden uns freuen. Lasst ein Follow da. Küchenmesser. Okay, lass uns mal erstmal ein Küchenmesser nehmen. Dann sind wir erstmal wieder so ein bisschen wehrhaft, weil ich sehe auch kein Schwert mehr in unserer Hand. Okay. Das ist schon blutig. Ich meine, man muss sich mal überlegen, ne? Jetzt Chaos bricht in der Stadt aus. Du bist noch gerade auf dem Weg. Du bist auf Arbeit irgendwie. Die ganze Stadt versinkt im Chaos und du willst einfach nur nach Hause zu deinen beiden Töchtern. Und kommst an und findest das vor. Das ist doch... Da wird mal übergeben vor Sorge. You left this all behind. Blutspritzer, oh nein. Okay, das bringt uns jetzt hier aber auch nicht weiter, irgendwie. Ah, hier sinkt der Leiche. Also die haben wir jetzt getötet, als wir in die Wohnung drin kamen. Ja, aber die... Alles war voll mit diesen Viechern hier. Alles war voll mit Zombies. Und jetzt machen wir uns mal nicht vor, ne? Also, wenn es jetzt nicht die Kinder von Chuck Norris sind, wie wehrhaft sind zwei kleine Töchter? In dem Alter. Schlafzimmer. Tür öffnen. Girls? You in here? Oh, bitte seid da. Bitte seid da. Sie sind nicht irgendwo versteckt oder so. Spiegel. Okay, was sagt mir denn jetzt den Spiegel ansehen? Ich sehe halt natürlich schlimm aus, ne? Aber. Ich habe ja auch gerade mal irgendwie 5 Zombies getötet. Oh, nee, bitte nicht. Klassische Szene, Duschvorhang. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Lass mich jetzt hier nicht meine Töchter finden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Telefon, okay. Telefon funktioniert noch. Blutige Verbände. Ich gehe mal ganz kurz nochmal schauen, wer hier gerade anruft. Wahrscheinlich. Oha, die Steuerung ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, Rennen geht jetzt auch gerade nicht. Hey, stop! Wait! Don't come any closer! Deine Nachbarin? Hat die ein Baby? Stay back! Listen, I need your help. With what? I can't help you. We don't. Have you seen two little girls? My daughters, they lived here with their dad. Oh, yeah. Yeah, I know them. You do? Elodie and Colette? Yes. I haven't seen them, though. Look, we really can't be here, okay? They'll find us. I barely got back in. When was the last time you saw them? Hey, komm, sag mir jetzt irgendwie, wo this die morning, sind. Heute Morgen. Before they ordered the evacuation. Okay. No. Oh. Who were you talking to?